Und damit ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Aufnahme auf Let's Survival. Geht um die Alpha 20 experimentelle Version von 7 Days to Die. Und ich möchte euch ganz kurz mal zeigen, wie ihr denn überhaupt die experimentelle Version runterladen könnt. Das geht ganz einfach, ihr geht hier auf 7 Days to Die, auf dieses in Steam, rechte Maustaste Eigenschaften, geht auf Betas. Könnt hier dann die Beta auswählen, die ist ganz unten, Latest Experimentell Unstable Build. Da könnt ihr einfach drauf drücken, dann lädt ihr ein paar Dateien runter, das ist ungefähr 3 GB. Und dann könnt ihr starten und ihr seid dann in der neuen Version von Alpha 20. Ist noch eine unfertige Version, also wenn ein paar Fehler auftreten sollten, ist das normal. Ansonsten gerne mal zuschauen, wie sie ist und wenn ihr Bock habt, einfach spielen. Mit dabei ist noch der Youngblood. Hallo. Das ist nämlich unser Statist. Das ist der Stuntman für die gefährlichen Situationen. Der geht nämlich immer vor. Und stirbt als erster. Das möchte ich auf Kamera aufnehmen. dann haben wir noch den Zwerge. Moin. Aus seiner Sicht seht ihr heute auf seinem Kanal, das ist der 6.12. Nikolaus. Auf seinem Kanal könnte das Video von seiner Sicht aussehen. Das ist der komplette Livestream. Ich nehme hier nur ein paar Folgen auf. Und der Spectre Lars ist auch da. Der wird ab Sonntag streamen. Hallo. Der ist gar nicht da. Ja, er ist da. Geistig anwesend. Er ist nur sehr schüchtern manchmal. Oder vergisst sich zu entmuten. Er ist auf jeden Fall auch dabei. So, ich würde sagen, wir fangen an. Ja, einmal weiterklicken. Genau. Juhu, 1,49. Yeah. Geil, ich habe die beste Player-ID, 171. Ich sehe den Kopf von innen. Ja, ach, da ist ja noch einer. Gleich gestartet sind. Ja, und da ist der Lars. Ich sollte vielleicht auch die Maus einrasten. Okay, das ist die Alpha 20. Schlossig. Und ich muss mal ganz kurz die Bewegungsunschärfe rausnehmen. Die ist leicht eingestellt, so wie es aussieht. Jo. Die nehmen wir raus. Tiefenschärfe dafür rein. Ich mag Tiefenschärfe. Ich mag die Tiefenschärfe gar nicht. Oh mein Gott. Der ist ja auch direkt bei uns. Hey, cool. Spectre. Alter, sieht das geil aus. Bitte mal annehmen. Leck mich am Zückli. Nimmt man die Gruppeneinladung an mit mit P, war das, glaube ich, oder? Nee, warte mal. Bin ja noch nicht mal da. Ja, du ist ja. So, so, so. Du ist lebst ja noch. Mit I. Spectre. Ach, hast du schon angenommen, alles klar. Ich bin auch drin. Sehr schön. Also die Lichtverhältnisse sind definitiv besser geworden. Ja. Das Inventar ist ein bisschen undurchsichtig, also ein bisschen zu durchsichtig für mich, das muss ich nur umstellen. Ja, das muss ich auch ändern. Das gegen Licht kriegst du ja sonst echt Probleme. Alter, aber sowas von, Mach mal 85. Ja, das ist besser. 85 ist gut. Und Temperatur könnt ihr gleich mal einstellen. Über Benutzeroberfläche statt Fahrenheit vielleicht Celsius. Oh, Steuerung. Hab ich schon. Da ist der Youngblood auch. Aber die Frage ist wo? Nicht bei uns. Ah, nee, nicht Steuerung, ich bin noch blöd. Video. Ja, das heißt, der muss laufen. Drück mal I, Youngblood, dann kannst du uns annehmen. Na toll, ich kann dann gleich als erstes sterben. Wo muss ich ihn aufdrücken? Bei dir, Lars? I. Ja, hab ich. Ja, ja, da ist so ein Einladungssymbol. Ein Briefchen für dich, liebes Briefchen. Ja, genau. Du bist 4,7 Kilometer weg.
Also wenn du in unsere Richtung gehst, kannst du mit looten gehen und so. Du kommst ein bisschen rein, sag ich mal. Du hast ja, verpasst ja eh nichts. Mhm. Einfach zu uns in die Richtung gehen. Du siehst hier oben am Kompass die Pfeile, so ein bisschen weit, so klein die Pfeile, da musst du hin. So. Oder hast du da bei dir eine. Hast du bei dir eine große Stadt? Nee. Also kann ich nicht. Bin am äußersten Rand, würde ich mal sagen. Okay. Oh, wie geil! Mhm, die Quest. Ist aber viel schneller, kann das sein? Jetzt. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Oh, ich was? Weiß, trockene Büschel geben mir Holz? Ja, 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 schon lange. Schon immer. Schon immer. Also wenn du da jetzt keine Stadt siehst, auf jeden Fall zu uns kommen. Ich laufe jetzt, glaube ich, in eine Stadt rein. Ist die groß, so gefühlt, so im äußeren Anschein? Da ich ja ziemlich am äußeren Rand war. Dann markiere sie die erstmal bitte. Und dann kommt sie einfach zu uns. Und deine Quest machen, die oben rechts steht. Achso, ja. So, dann haben wir die mal. Einmal. Ja. Ja, ich finde es geil, dass jetzt die Anfang-Quest auf jeden Fall so ein bisschen dir zeigt, wo was liegt, damit man wenigstens als Anfänger auch weiß, was man suchen soll. Ja. So, den Gebietsstein werfe ich weg, den Zettel werfe ich weg, die Fackel kommt dahin, das kommt hierhin, das kommt da runter. Ihr habt übrigens jetzt auch, kommt mir so vor, oder ist das Inventar jetzt größer? Ich habe mehr Platz, keine Ahnung. Nee, kommt dir glaube nur so vor. Ja, das ist genauso groß. Okay, weil ich habe bei einer Streamerin gesehen, dass die mehr Platz hat. Vielleicht hat sie noch das ihre Mod aktiv oder so. Könnte sein. Gut. Muss mal ganz kurz die Steuerung ein bisschen. Oh, die Bäume fallen aber recht schnell. Das ist immer noch Stein. Sehr schön. Auf jeden Fall. So, wir sollen Pflanzenfaser sammeln. Ich mache aber erstmal den Baum hier. Wir brauchen erstmal ein bisschen Holz. Das brauchen wir sowieso. Das können wir gleich sammeln. Wenn Jagdblatt Fragen hat, weil du bist ja der Neuling in der Gruppe, dann sag einfach Bescheid. So viele Fragen, dass ich gar nicht weiß, was ich zuerst fragen soll. Dann frag einfach das, was dich jetzt gerade beschäftigt. Das ist schon ein paar Wochen her. Dann einfach das, was dich... Rum. Ja, das ist, kann durchaus normal sein in einer Apokalypse. Kommen die denn alle her? So, jeder weiß noch seine Berufsgruppen. Ja, buddeln, buddeln. Ich glaube, ich muss das gleiche machen, was da gemacht wird. Buddeln. Nee, du sollst Jäger und Gärtner werden. Also Jäger und Gejagte, da habe ich gedacht. Okay. Nee. Also ich muss sagen, das Licht und die Verhältnisse, die Schatten und so, das ist alles ein bisschen geiler, ja. Da haben sie auf jeden Fall ordentlich was rausgeholt aus der Engine. Ja. Übrigens, gleich neben uns ist der Händler. Ja, ich hab's gerade piepen gehört. Und da rennt ein Huhn. Mach ich denn, wenn ich kein Holz finde? Eigentlich sind da überall Büsche und findest eigentlich immer Holz. Diese Steckenbüsche, diese Trockenbüsche, so die liefern Holz. Nimm deine Faust und schlag einen Baum. Da hab ich schon versucht. Tut mir die Faust weh. Ich hab endlich. Ich finde den Händler. Büsche gefunden. Ich hab was an, juhu.
Was ein Wunderschlag. Ich nicht. So. Ach, da läuft offen. Überall Luft. Also bis jetzt gefällt es mir auch, diese Straßenrinnen so gesehen hier, diese Abwasserrinnen. Die gab es vorher noch nicht. Nee. Neben den Straßen. Die gibt es auch neue Luken. Genial. Es gibt auch neue Luken. Das sind quasi einfach Gullideckel. Da hat eine Katze eine leichten Hiller. Die haben sich wieder lieb heute, ey. Ja, man hat's gehört. Quack! So, hier ist noch ein Nest. Auch mal Holz. Steine. Oh, da ist ein Huhn. Da ist keine ein Steine. Ach, Gott sei Dank. Ich hab das Hühnchen geschlachtet. Das arme Huhn, dann wahrscheinlich nur mit einem Knüppel. Ne, mit einer Steinachs. Da rennt schon wilder Holznackter durch die Gegend. Ich drin. Die Mülltüten sehen noch alle besser aus. Ich hab eine Axt. Luca, er hat Feuer gemacht. Ach nee, noch nicht ganz. Ganz faser. Ich hab ein Sturmgewehr. Das wäre noch schöner. Kommt ein Zombie geflogen. Setz dich nieder auf den Andi. Ja, wo ich nicht da. Trotz einmal war's das. Qualität. Krass. Also mindestens mal mittel hoch. Ja. Ist der Händler hier oder was? Nee, das kann nicht sein. Doch, das ist der Händler. Doch, lol. Haben wir doch gesagt? So. Dann mache ich jetzt mal die Pfeile. Ich bin nicht mehr nackt. Das ist doch gut. So. Niemand möchte dich nackt sehen. Oh, das kann ich auch durchsuchen. Cool. Ey, 4 Kilometer noch. Ja, hast schon 700 Meter geschafft. Das. Also ich würde jetzt sagen, das war eine sehr, sehr kleine Stadt. Okay. Nee, ist ganz schön groß. So. Hast du sie markiert? Ich sehe eine Hauptstraße. Wegpunkt Speicher, ne? Oder jo. Ist das? Ja, Wegpunkt speichern. Dann drückst du auf den Wegpunkt drauf und ganz oben für alle Teile. Was sucht man da am besten aus? Stadtsymbol? Ist das hier ein Hochhaus oder was ist das? Ja, mach das. Das ist egal, Hauptsache wir können es erkennen. Oh. Also wir werden immer so 30 Minuten Folgen machen. Die ersten 2 Folgen werden wir heute auf jeden Fall machen können. Okay, die Leichen sehen schon mal echt gut aus. Die Kadaver, die rumliegen, jo. Oh, die leben ja noch. Oh, shit. Das sind andere Leichen. Deswegen sehen die so gut aus. Oh, das sind aber 1, 2, 3 ganz viele. Oh Gott. Wollen wir vielleicht zusammen? Ich war zusammen. Hier nur neben dem Händler ein bisschen. Hier steht verbündet oder jeder? Was will ich da aus? Verbündete? Jeder. Ist egal, wir sind ja eh alle hier. Oh, ist okay. Ciao. Dann habe ich es hoffentlich richtig gemacht. Ja, danke dir. Au. Dieser Mob, du.
Du Bad Boy, Bad Girl, böses Zombie, totes Zombie. Stirb! Bleib liegen! Bleibst du wohl liegen? Du schon gar nicht aufstehen. Klump! Ich muss noch meine Quest machen, ich bin noch gar nicht durch. Au, au! Also so langsam ist es nicht mehr lustig. Sehe ich. Dein Leben ist nur noch zum Drittel. Ja, irgendwie kloppen die Kloppinskis hier ganz unnett. Wir haben ja gesagt, wir spielen Stufe 4. Du musst dann vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich hab mich mit keinem eingelassen bis jetzt. Ja. Doch gut so. So, jetzt kann ich einen Händler finden und dann komme ich zu dir. Na gut, ich hab's geschafft. Ja, bis die nächsten Zombies kommen, ne? Ja, ich hab's überlebt. Du hast bestimmt schon einen Verband benutzt. Nein! Die nächsten Zombies töten dich. Jetzt würdest du ein bisschen Geduld haben jetzt und dann. Also der Händler ist übrigens neu, den kenne ich noch nicht. Das Holz sieht geil aus. Is there something you need? Well, how about you browse your ass right out of my store? Dann verteile ich mal. Über Berge steigen muss, um zu euch zu kommen, ne? Nur mal so nebenbei. Ja, sag ich ja. Gibt's Berge. Yes. Lol, da lag ein Huhn. Unterm Tisch gefangen. Gratis Fleisch. So, ich sollte den Knüttel vielleicht. Was ist denn der Knüttel? Knüppel auf dem Kopf. Knüppel aus dem Sack, Knüppel in den Sack. Ich habe schon mal ein paar Punkte verteilt. Ich bin jetzt, wie gesagt, der Ingenieur. Bin hier lauter Schlafsäcke. Ich habe schon mal verteilt auf Bergbauer und Lucky Looter. Jo. So wie es gewünscht war. Ich bin gar nicht sicher. Ich verstehe nicht mal, was das geht. Leute, seht ihr die Fußabdrücke, die ihr hinterlasst? Oder ist das, war das jetzt eben eine Illusion? Wie überlastet? Was? Wie kann das dann passieren? Fußabdrücke. Ja, wo? Zu legen. Was meinst du mit Fußabdrücken? Ja, wenn du hinter dich guckst beim Laufen, gibt's manchmal Fußabdrücke, habe ich das Gefühl. Ich hatte eben so zwei, drei. Wenn du rennst. Ah. Damit die Zombies dich finden, quasi. Ich muss jetzt alles machen, was oben rechts steht, ja? Also auch diese Rahmenformen fertigen und ja. Rahmenformen platzieren. Ja. Damit es mal weitergeht, okay. Na, Lasi, wollen wir auf dem Heuboden was machen? Looten natürlich. Achso, ich dachte andere Dinge. Ist egal. Nice, hier geht's gut ins Haus. Geier! Was zum Geier? Ihr habt schon Geier? Weiß der Geier oder weiß das nicht? So. Links ist ein Safe. Den kriegt man wahrscheinlich noch nicht auf. Steinaxt und Feuer. Boah, ich hab ja einen gigantischen. Entschuldigung. Gesundheit. Danke. Und den. Hier was rechts um die Ecke sitzt eine kranke Schwester. Was mach ich denn jetzt? Mach die Tür auf, dann prügeln wir. Ja. Ready? Ja. Lass er reinkommen. Gehst du rechts, ich geh links. Also die Türen und so, es klingt alles besser, ne? Von den Geräuschen her. Nur die Toiletten klingen genauso eklig. Reinhard, du gleich den nächsten. Können Zombies jetzt eigentlich auch Leitern hochklettern, oder? Die konnten vorher schon. Achso. Das konnte ich mich nicht mehr richtig erinnern.
Warte, ich habe noch Ausdauerprobleme. Nicht los. Oh, ist kaputt. Hubala. Mal kurz reparieren. Ja, ich muss auch mal ganz kurz hier rüber. Hubala. Also ich habe schon mal einen Schraubenschlüssel und einen Clownhammer gefunden, mittlerweile. Nice. Dann geht's ja schon mal gut. Ich habe einen Baum im Schlafzimmer. Ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwelche Bodenschätze gefunden habe, die ich aber nicht, natürlich nicht erkenne. Das ist nicht so schlimm, lass erstmal liegen, da komm erstmal nicht hin. Ja, ich mach da nichts. Jetzt habe ich irgendwo meinen. Lars, am besten wir kriechen, weil wenn du läufst, dann wechseln die Zombies. So, ja. Da liegt eine am Tisch. Hier ist ein Zombie im Schrank, komm mal runter. Hier liegt einer links. Also den können wir mit einem feinen Bogen anschießen, wenn man zusammen. Oh, hinter dir, der ist wieder wach. Geh mal hoch, komm. Fall runter, du Dreckvieh. Die Big Mama, lauf! Hier musst du durchkriechen. Also ich habe schon mal eine Abholen-Quest auf 200 Meter. Südost. Der Pfeil war lila. Ha, deine Pfeile sind lila. Deine war auch lila. Deine haben im Flug noch keine Textur. Geh runter, mach sie. Ihr seid wahrscheinlich genau in diesem weißen Haus hier oder wo? Ja, in der Scheune mehr oder weniger. Das, die Scheune geht einmal rüber. Oh, hallo Bertie. Ja. Okay, die ist Matsch. Die kann man jetzt nachträglich übrigens zerhäckseln. Falls ihr mal Experimente machen wollt. So, 23 Minuten auf der Uhr. So, und wieder schön schleichen. Oh, eine Pistole. Geil. Da hängt ein Schlüssel am Brett. Geil. Den kannst du sogar looten. Ja, Zwergel ist natürlich mal wieder der Beste in Sachen Meinst Schimpf du, das entrün? Ist ein Schlüssel für ein Safe? Ey, können wir mal gucken gehen. Probieren geht über studieren, ne? Hast du den jetzt auch wirklich im Inventar angezeigt oder ist das mehr so collectible? Das ist definitiv nicht im Inventar. Das heißt, der könnte trotzdem funktionieren. Ich guck mal. Ne. Keine Ahnung, was der jetzt macht, aber ich hab den nicht im Inventar. Waffenschrank, hui. Er hat nur 5000 Punkte, deswegen. In der Küche liegt noch so ein halber unterm Tisch. Ja, der ist nicht so schlimm, der halbe. Die Grafik hat schon zugenommen. Der bricht dir die Beine, wenn du aufpasst. Dass der so weit nach oben schlagen kann, das hätte ich nie gedacht, ja. Sei froh, dass er die Beine nicht gebrochen hat. So, ich habe was zum Trinken gefunden. Was zu essen? Die Topfpflanzen sehen mittlerweile auch besser aus. Jetzt gehen wir in den Keller. Keller? Hauptloot?
Da ist definitiv eine Falle. Das kannst du ja schon mal einschleichen. Rechts ist, links wird wahrscheinlich, oder rechts wird was sein. Ja, links im Schrank. Mal kurz eine Frage. Hier steht ja jetzt, finde den Händler. Nee. Und dann müsste ich schon wieder in die falsche Richtung laufen. Dann komme ich nicht zu euch, sondern den nochmal zurück. Ja, dann musst du nochmal zurück und den Händler holen und dann erst zu uns kommen. Deswegen solltest du erst die Map machen. Ich jetzt schon mal hier drin. Mhm. Das ist 900 Meter weg. Vier? Okay. Mhm. Wir sollten vielleicht. Ich kann mal einen anschlagen, wenn alle kommen, müssen wir hochrennen. Eine Handgranate. Ja. Ich schlag einen an und dann gucken wir mal, was hochkommt, ja? Viel Spiel, Spaß, Entspannung. Guck mal, wenn du geduckt bleibst, geht das. Den Hirsch hier. Jetzt haben wir sie geweckt. Ich muss ja auch wieder laufen, ey, mit 4 HP, Junge. Uff. Ja, lauf mal. Ganz schnell. Ich mach die Tür zu. Bleib mal auf dem Tisch stehen. Was würde das viel nützen? Ih, da ist eine Maus. Da kommt der Halbe nicht erstmal hoch. Der Halbe ist tot. Die ist weg. Kurz Stunny mal regenerieren, dann kommt der nächste. So geht's natürlich auch, ne? Na komm, wir haben noch einen. Extra. Kann nur sagen, das sieht richtig geil aus, wenn du von oben vom Berg runter guckst und nicht steigst. Mhm. Achtung! Der haut richtig hart zu. Lars, pass auf. Okay, Hammer. So, dann gehen wir mal runter. Hier gibt's nichts mehr. Looten musste. Ah, doch, da ist noch einer. Der ist ja richtig böse. Militär! Militär! Auf nach oben! Ah! Ich nehme mal meinen Verband. Ich komme mal hoch. Ja, ja, komm hoch, wenn wir mal die Tür zu. Der baut unter uns irgendwas ab. Das ist kein Militär, das ist ein toter Zombie mit einem Totenkopfgesicht. Geh mal gucken. Ja, warte. Ja, der ist unter einer Treppe, warte mal kurz. Du bist zu dumm zum Treppensteigen. So, so ein Kapuzenheini. Achtung, der ist auf dem Turbo-Boot. Wir schaffen das schon da unten. Ich kümmere mich mal um die Bilder hier. Also man sollte vielleicht hinter mir weggehen, falls ich rennen muss. Sonst bin ich down. Ich muss noch kurz Stunny mal regenerieren. Die versteckt Teil der Welt, ich esse Pizza. Naja, Kampf, ey. Ich setze einen 10er auf Lars. Ich hab so ein bisschen Schiss, wenn er jetzt plötzlich hochrennt. Hab ihn. Oh Gott. Geil. Ich suche mal nach versteckten Wänden. Bisher leider noch nichts gefunden. Und was ist drin? Guck mal in den Koffer. Oh yeah. Den Verband nimmst am besten du oder ich? Ich hab einen. Okay. Ich hab auch noch einen. Dann nehme ich den. Braucht jemand Wasser? Kannst du in die Kiste reingucken? Ne, hab noch. Ja, eine Pille und eine Steroide ist gut.
Ja, der ist, Keller. Der Keller sieht aber ganz ein schön. Buch und so ein ja, Finger. Das ist der Schlagmann. Der Schlagmann, warte mal, das ist ein Baseballschläger. Wo passt der rein? Welche Skillung? Ich glaube in den Stärkebaum. Schädelbrecher. Wer wollte den machen? Der Chefkoch. Gehört auf, der Chefkoch auf jeden Fall und Bergbaumeister. Das müsste einer von euch lernen. Also am besten Lars oder Zwergel. Ihr beiden müsstet entweder so einen Baseballschläger nehmen oder einen Knüppel. Also ich nehme gerne Baseballschläger. Gibt's Zwergel. Dann nimm du das Buch, weil das bringt dir mehr. Und ich müsste dann auch auf einen Nahkampf. Nee, das wäre dann das Lebensset mit dem Tank. Also die Stärke ist quasi Standhaftigkeit wäre Tank. Standhaftigkeit ist aber Living of the Land, also der Farmer. Und der Jägersmann. Also schwere Rüstung. Also ihr müsst dann auch kochen, nicht der Andi muss kochen, ihr müsst Baseballschläger. Kochen. Okay, dann ist das Buch für mich, aber die die Handwickel nicht. Nö, die kannst du mitnehmen, ist ja egal. Okay. Ich bin ihm voll, ich müsste jetzt langsam müssen wir uns mal eine Bude suchen. Ja, ich auch ziemlich gut gefüllt. Dann wirkt das eigentlich schon mal auf den Knüppel hier, der Schlagmann. Ja, genau. Deswegen macht auch Sinn, wenn du dort Schlagmann auch dann skillst. Also diese. Ja, logisch. Edelbrecher. So, wo wollen wir denn mal hin? Also, wir könnten natürlich da diesen Stahlkoloss nehmen als Bude, ne? Börsbutze, so. Ich würde mal eine Kiste bauen, dann können wir das Zeug reinlagern, dann haben wir wieder leere Inventare. Und ich müsste die Folge beenden bei 32 Minuten. Also, wir beenden mal die Folge und machen gleich weiter hier, genau hier, wo wir jetzt gerade stehen. Huch. Wartet mal, bevor ihr reingeht. Die ersten selbstgebaute Pistole habe ich gefunden. Ja, hier unten vor der Tür, da ist eine Kiste. Tut mal alles Zeug rein, damit wir Berge? Nicht alles doppelt Moment. Haben. Deinen Einsatz mit. Du hast nicht genug Ausdauer. Hier unten. Ja, ich bin auf der anderen Seite. Ja, ich sag's nur nochmal. Ich sehe hier immer hören. Noch einen Zombie. Ui. Ich hab übrigens... Da hängt einer an der Wand. Der hängt ja. Jemand. Ei, nein, pfui, aus. Okay, das müssen wir noch in der Folge machen. Das ist... Achtung! Ja, was meinst du, was sind wir schon dran? Der ist stabil. Ja, schön auf mich. Gut. Ja. Okay, einmal auf die andere Seite, da ist, wie gesagt, eine Kiste. Einmal rein da, Zeug, und dann... Auch ein bisschen mehr. Dann seid ihr auch schneller und wir können mehr looten. Also, in der nächsten Folge geht's weiter. Danke fürs Reinschauen, bis dahin.